So, ich habe das nicht mehr auf meinem Rechner, deswegen muss ich das jetzt hier von meinem eigenen Video, was ich gemacht habe, irgendwie abfilmen. Ich muss die wieder runterschmeißen von meinem iPhone, weil der Speicherplatz reicht nicht. Die 4 Terabyte iPhones und iPads, die gibt es ja noch nicht. Und auf eine iCloud alles hochschieben, hat auch keine Lust für ein Monatsabo. Ich habe mir das nochmal angesehen. Das ist auch scheiße. Das funktioniert auch nicht mit dieser Klemme. Die Klemme rutscht immer noch so, ja, so 4, 5 Millimeter rutscht die da noch hin und her. Also das funktioniert auch nicht mit der Klemme. Ich habe es probiert. Einen Berg hochfahren, unter Last die Gangschaltung betätigen und den Lenker schwenken. Also beim Berg hochfahren habe ich es getestet. Lenker arg schwenken und dann unter Last Gang schalten rauf und runter. Dann fängt es hier wieder an zu verrutschen. Das ist also blöd, das ganze Konzept. Es funktioniert nicht. Es geht genau um diese Stelle hier, die man mit so einer Krimband irgendwie festkrimmen kann, aber das funktioniert auch nicht. Es rutscht, es ist blöd, das Konzept. Also besser wäre es gewesen, Cube hätte, was weiß ich, hier 4 Schraubgewinde reingesetzt, dass man da eine Platte draufschrauben kann und die Unterseite der Platte ist scharfkantig gerillt, dass man wenigstens diesen Baudenzug, ich hatte mir diese Klemme besorgt hier auf eBay, die war abgebildet, dass sie innen gerillt ist, ist aber auch nicht, stimmt also auch nicht das Produktbild auf eBay, die ist auch nicht gerillt innen, die ist glatt wie Kinderpopo. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Bewertung abgegeben auf eBay. Weil, also wenn man schon Bauteile besorgt, dann sollten sie wenigstens so aussehen, wie man es auf das Produktbild, wie es auch abgebildet ist. Da ist BlackBerry sehr picky, deswegen hat er jetzt auf eBay da keine Bewertung abgegeben. Wenn er gar keine Bewertung abgibt, dann heißt es eigentlich schlecht. Also besser wäre es gewesen, die Ingenieure von Cube setzen sich noch mal ran und lassen sich ein anderes Design einfallen, um hier 4 M3 Schrauben reinzusetzen, dass man, wie gesagt, so eine Platte hier draufsetzen kann. Und die Unterseite der Platte ist, wie gesagt, so scharfkantig gerillt, dass wenn man dann die Schrauben am besten mit einer Schraubensicherung da reindreht, dass das dann irgendwie der Baudenzug hält und nicht mehr verrutscht. Ne? Also das Einzige, was ich mir jetzt noch einfallen lassen könnte, ist, ich habe mir noch so ein ganz festes NATO-Tape besorgt, einen ganz dünnen Streifen schneiden, versuchen mit dem NATO-Tape irgendwie diesen Abstand zu verringern, dass das NATO-Tape wenigstens irgendwie mit Klebekraft da irgendwie an dem Baudenzug haftet und dann mit so einem Plastik-Krimm-Verschluss das noch anziehen, in der Hoffnung, dass es dann nicht, dass das NATO-Tape da irgendwie das so hält, um den Durchmesser dann etwas zu vergrößern, damit man es dann wenigstens mit so einer Plastik-Krimm-Schlaufe da irgendwie besser noch zusammenziehen kann, dass es dann wenigstens hält. Also das ist nur auf der einen Seite, das ist Kacke, das Prinzip, das hält nicht. Das nochmal so vorab, dass das irgendwie nicht so der Hit ist, und nicht hält und macht keinen Spaß. Da, also es geht, wie gesagt, genau hier um diese Stelle hier. Das ist noch nicht so
super duper durchdacht. Das ist es einfach noch nicht. Und diese Klemme nur auf der einen Seite, das bringt nichts, weil das rutscht trotzdem noch um. Es muss zwischen diese Klemme muss genau zwischen zwei Enden sitzen, ne? Sonst, damit es in beide Richtungen nicht verrutscht. Das soweit zu dem Thema. Punkt.